Herzlich willkommen zurück beim beschissensten Spiel der Welt. Hier auf Herrn Goschlatz Kanal. One-Shot Andy, die besten Let's Plays der Welt. Des Universums. So, und. Schisshase. Und wir sind also zurück jetzt hier. Mia hat sich gerade selbst so ein bisschen ausgenockt, sag ich mal. Und jetzt ist eigentlich auch schon die Taschenlampe. Geht der Akku alle. Kleine Taschenlampe brennen. Wir haben gerade in der Pause schon mal drüber gesprochen, ja, wie krass das eigentlich ist. Damals bei Resident Evil 2, zum Beispiel diese Anfangsszene, haben wir gerade festgestellt im Gespräch, einfach mal so, als wir miteinander gesprochen haben. Ganz random haben wir das mal so festgestellt, dass damals diese Szene für uns, diese eine Szene für uns ausschlaggebender Punkt war, diese Serie nie wieder anzufassen. Und zwar, als diese polygonarmen Hunde durchs Fenster kamen. Und ihr seid, ihr erinnert euch vielleicht, da ist man so einen langen Gang lang gegangen und da war halt so Fenster und man denkt nichts Böses und auf einmal kommen die da aus der Seite rausgeschissen und ich hab mir so in die Hose gekackt. Stefan, ich glaube, da musste man auch eine Treppe runtergehen. Ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, da war auch irgendwie, weiß ich nicht, da musste man vorher auch irgendwie in so eine Kellertreppe runter. Ja, korrekt. Diese Tür ist nach wie vor fest verschlossen. Wurde, glaube ich, nochmal diese beiden Hunde, die aus der Wand rauscrashen, das wurde eben... Wow! Fuck, Alter, Stefan! Aber sie hat uns eine Tür geöffnet. Alter. Was? Geh, ich muss gehen. Okay. Ich gehe schon. Oh, eine Axt. Tja, ja. Angriff. Okay. Du wirst doch jetzt nicht deine Freundin. Doch! Fuck! Ich hab keine Hemmungen. Alter, ich hab keine Hemmungen bei der Frau. Nein. Oh! So ein hübsches Mädchen. Guck mal, was du gemacht hast, Stefan. Huch! Das wollte ich so jetzt... Nicht? Was ist gerade mit ihr passiert eigentlich? Wir sind gerade komplett übersteuert, das weiß ich. Also wir haben... Aber ist nicht so schlimm. Das Telefon. Das Telefon klingelt. Das Telefon klingelt, doch ich bin im Keller. Oh Mann, so, ja. Holy shit, Alter. Holy fucking Scheiße. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Mia hier so ausschlaggebend für die Anfangsphase des Let's Plays sein wird oder des Spiels sein wird. Ich dachte eher, dass dieser Typ da, den man im Trailer so oft sieht, dass der plötzlich da ist und uns das Leben zur Hölle macht, aber dass unsere eigene Freundin uns richtig abfuckt. Das ist hart, aber das warte ist, mal ab. Aber ist ja wie im, nicht wie im richtigen Leben. Ja, es ist wie im richtigen Leben. Ja, hast du keinen Bock mehr auf die alte Knackachse in der Brust? Ja. So, ich gehe jetzt ran. Ja. Mami, kannst du mich abholen? Hallo? Du wirst echt nicht herkommen sollen. Wer ist da? Und was ist hier los? Ich heiße Zoe. Bei dem Dachboden solltest du rauskommen. Dachboden? Geh dahin. Jetzt. Was, wie, wo soll ich hingehen? Warum soll ich da hingehen? Der Zoe hat gesagt, du sollst auf den Dachboden. Irgendwer hat hier gerade eine Tür aufgemacht. Mhm. Und ich habe die... Oh Gottes Willen, ab auf den Dachboden. Ich guck nicht nach links, ich guck nicht nach rechts. Ich gehe einfach. Da war was, da unten links. Ja, das interessiert mich. Hast du gesehen, ne? Nein, habe ich nicht, ich habe nichts gesehen. Da kann man hoch... ich muss kurz speichern. Bitte. Darf ja, ich bitte kurz speichern? So, fängt ja wieder fulminant an, unsere zweite Folge von Resident Evil 7. Wie kommen wir auf den Dachboden? Das ist jetzt unsere nächste Quest, sozusagen. Vielleicht, wenn ich hier auf den Knopf drücke, vielleicht lässt sich deine... Ja, drücke mal drauf. Steht ja auch Stairs drauf, ja. Keine Reaktion. Weißt du, was uns fehlt? Die Sicherung. Ja. Aber wo finde ich die denn dann jetzt, also die Sicherung? Vielleicht hat die M.I.A. Ja, vielleicht hat Mia die in ihrer Hosentasche. Das wäre schön. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Da finden wir noch ein bisschen... Tür zu, scheiße. Okay, pass auf, also hier sind wir ja hergekommen. Mhm. Okay. Also ich habe jetzt, ich bin komplett... Ist jetzt hier vielleicht... Fertig gerade. Es muss doch hier aber irgendwo, ich meine, die kann ja nicht weg sein. Da, das Bild ist, glaube ich, abgefallen, ne? Oh ne, was ist denn das da für ein Bild? Das liegt da bloß rum, das hat da mal einer hingepackt, weil... Ach, die sieht aber auch nett aus. Kannst du nochmal...
Der hat gesagt, ich habe jetzt lieber ein Bild mit einer Frau, die eine Maori-Maske als Hut aufsetzt. So. Ich möchte das nicht mehr, dass das alte Bild da hängt. Das gefällt mir nicht mehr. Wo geht's denn jetzt ins Wohnzimmer? Warte mal. Ich weiß, wo es ins Wohnzimmer geht. Vielleicht gibt es da jetzt auch die Sicherung. Die liegt da plötzlich rum. Ja, das kann doch sein. Oha. Kann man jetzt Klavier spielen? Vielleicht ein nettes Liedchen? Ich weiß es nicht. Das sind wohl die Eigentümer. Das stellt er jetzt zum dritten Mal in Folge fest. Das ist das Schöne an Videospielen. Das ist ja also repetitiv. Bolzenschneider. Ja, versuch doch einfach mal. Mach mal einen Bolzenschneider. Das rein. Kann hier nicht verwendet werden. Aber, ich meine... Na, du wirst es sicherlich nicht im Wohnzimmer finden, wo auch die Sicherungen sind. Ja, das ist wahrscheinlich richtig. Nein. Es ist nicht da drin, Stefan. Die Sicherung ist garantiert nicht da. Aber um das Let's Play ein bisschen in die Länge zu ziehen, können wir noch tausendmal reingucken. Ja, gerne. Vielleicht im Kühlschrank? Was ist hier? In 2 Jahren mehr als 20 vermisste Personen? Das geht doch noch. Im Kühlschrank? Was soll denn im Kühlschrank schon sein? Oh. Eine Sicherung? Ne. Da haben wir auch schon reingeguckt. Ja, ne? Wo ist diese Sicherung? Wenn ich ein abgefahrener Psychopath wäre, der irgendwie 1000 Leute entführt, wo würde ich meine Sicherung aufheben? Im Geschirrspüler. Im Geschirrspüler, natürlich. Die haben doch keinen Geschirrspüler, das ist eine Kochnische. Eine Kochnische. Eine Küchenhexe, so nennt man das. Eine Küchenhexe? Ja, so nennt man die. Diese kleinen Küchen? Nicht die Küchen, den Backofen und den Herd. Das ist also alles eins und heißt dann Küchenhexe. Plus Geschirrspüler drin. Plus Geschirrspüler. Alles in einem. Lass uns mal jetzt mal ganz klar und ganz cool überlegen, wo zur Hölle... Ich bleib hier nicht cool, weil da ist es dunkel. Da ist eine... Was ist denn da? Da ist eine wahnsinnige Freundin... Ist die jetzt gerade weg? Natürlich. Also so, Mia hat sich... Gut, dass wir die Axt wieder haben. Das heißt ja im Umkehrschluss auch, ich könnte jetzt einfach Dinge mal... Oh. Ja, da auch nicht die Bibel. Was ist denn dahinter? Guck mal, das Bild hatte irgendwie so einen leichten Schein. Ach nee, das ist der Goldrahmen. Ja, da passiert doch nichts. Jetzt ist aber im Bad die Tür zugegangen. Alter, ja, du gehst da so wie ein junger Gott rein, als wenn nichts wäre. Das kann doch nicht sein, also mal ernsthaft. Nach rechts. Nach rechts? Das ist hier, ja? Ja. Können wir vielleicht mit der Axt jetzt irgendwas im Keller machen, was wir vorher noch nicht konnten? Ich weiß es nicht. Nein, jetzt ist der Keller abgeschlossen, natürlich. Das macht... Also, lass uns mal kurz überlegen. Mia ist weg. Ja. So, und irgendwo muss sie ja lang gegangen sein. Die wird jetzt sicherlich nicht... Guck mal, da haben wir so eine Spur. Ach so, meinst du? Aber die, ist die nicht... Die war vorhin auch schon. Und der Blutfleck war auch schon vorhin da? Nein, der war noch nicht da. Die ist hier lang gegangen. Ist das widerlich. Aber wir sind hier kannst auch... Kannst du... Was ist der längste Raum gewesen? Das war das... Hier, das ist das Wohnzimmer. So, hier sind wir im Wohnzimmer. Hier ist auch der Sicherungs- Hier ist auch der Sicherungskasten. Und was war jetzt nochmal... Wo kommen wir da hin, wenn wir da unten die... Wo kommen wir da jetzt nochmal hin? Na, zurück in den Keller. Ach so. Ja, stimmt. Aber da wollen wir ja nicht nochmal hin, ne? Nein, will warum eigentlich nicht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir müssen da hin. Weil das ist der einzige Weg, den Mia hätte gehen können jetzt. Ja, aber ich meine, die Tante hat eben gesagt, wir sollen zum Dachboden, da werde ich doch nicht in den Keller gehen. Ja, aber wir müssen ja, ne? Du weißt schon. Stimmt, wir müssen diese verdammte Sicherung finden. Ja. Geh mal da unten. Was ist denn da? Da! Nee, ist eine Steckdose. Also ich glaube hier auf keinen Fall. Hier auf keinen Fall, ne? Kannst du das mal eben googeln? Nö. Nö. Google das doch mal. Nö, geh mal in den Keller übers Wohnzimmer. Also wenn es überhaupt der Keller... Ich weiß gar nicht mehr, was dahinter war. Aber ich glaube schon, ne? Das war der Keller, genau. Na, dann versuch doch mal. Wenn wir nicht mehr durch die Kellertür da hinkommen, dann müssen wir ja den Weg nehmen. Keine Frage, ne? So! Stefan, guck doch mal. Ich guck noch mal. Ach, hier können wir gar nicht mehr runter. Die Leiter ist doch kaputt. Sicher? Vielleicht können wir hüpfen. Nein, die Leiter ist kaputt. Oh. Okay, gut. Aber ich muss doch jetzt hier irgendwas... Ich glaube, ich muss was mit der Axt kaputt schlauen. Kaputt schlauen? Ja, einfach kaputt schlauen. Hier so ein Holz, vielleicht so eine Verpackung? Die trifft er gar nicht. Was ist mit dem Sessel? Kann man... Oh, da oben, guck mal, da oben ist irgendwie so ein Ventilator, den kann ich nichts machen. Da habe ich eben auch schon geguckt. Und was ist da, eine Fernbedienung? Nein, das ist das Foto von der Zelle. Oh ja. Oh. Du weißt ja gar nichts. Nee, ich bin hier, auch... Hier, Tasse, da ist... Eine, nur so drauf bedacht, hier, um mich nicht gleich wieder so übel zu erschrecken. Das kenne ich. Selbiges ging mir auch gerade durch den Kopf. Hier waren wir schon. Ja.
So, lass uns jetzt nochmal checken. Wir gucken jetzt hier nochmal. Wir schauen jetzt hier nochmal nach. Okay, hier ist nichts. Hier kann man auch erstmal nichts machen. Hier ist nichts. Also Mia muss irgendwo langgelaufen sein. Das, was ist das hier? Ist Fakt. Kleiner Kochtopf. Ja. Hä? Ich meine... Holy moly. Ja, das kannst du aber laut sagen. Mhm. Hier komme ich... Es gibt keine Sicherung in diesem Haus! Ja, ein Mann, der auf Toilette sitzt. Ganz berühmtes Gemälde von Leonardo da Vinci, der auch mit dem Da Vinci-Code viel zu tun hatte. Leonardo da Wanda. Da Wanda? Ja, der hat dieses tolle Mädchenversandhaus ins Leben gerufen. Halt, Moment! Was ist ein Mädchenversandhaus? Naja. Ah, guck mal hier! Nee, doch nicht. Ich habe gedacht, das könnte vielleicht unter Umständen gehen, aber... Welches Mädchenversandhaus denn? Na, da Wanda, das ist doch so ein Shop, ach, so ein Internet-Shop. Das Ding. Mann, da Wanda, du kennst da Wanda nicht? Ich kenne nur Zalando. Zalando, meinte ich doch. Hashtag Zalando. Leonardo Zalando, hör auf mit der Werbung hier. Es kann doch nicht sein, es muss doch hier irgendwie möglich sein, auf den verschissenen Dach. Guck mal dann links von dir. Nee. Na, wir gehen jetzt mal zurück zum Anfang. So, hallo, wir sind jetzt hier zurück am Anfang. Ja, das ist immer nett, so auch in ganz dunkle Räume zu gehen. Ja. Aber hier ist ja auch nichts. Das sagst du jetzt noch. Das sag ich auch in 5 Minuten noch, hier ist ja nichts. Und was mit der Tür, die war zu, ne? Die bleibt auch zu. Nein, halt, Moment! Du bist ein... Genie bist du. Ja, wir haben ja den Bolzenschneider. Ja, wir haben den Boltcutter, den Bolzenschneider. Bolzenschneider. Bolzenschneider, was? Sicherung. There she goes. Okay. So, und jetzt werden wir uns sicherlich wieder mit unserer liebreizenden Freundin auseinandersetzen müssen. Ich hab's genau gewusst, dass das jetzt passiert. Ich wusste es. Du bist ein scheiß Klugscheißer. Du hast genauso Schiss. Du pissst hier in die Hose. So sieht's doch aus. So ein bisschen feucht. Ich weiß, wo sie ist. Sie ist in dem. Sie ist im Wohnzimmer. Sie ist nicht im Wohnzimmer, hier ist keiner. Im Wohnzimmer. Sie ist auch nicht das Wohnzimmer. Sie ist im Wohnzimmer, weil da du jetzt. Nein, da ist kein Wohnzimmer hier. Ach doch, es ist ein Wohnzimmer. Wenn du das jetzt einsetzt, dann wird sie neben dir stehen. Nein, tut sie nicht. Doch, ich weiß. Nein, die ist vernünftig, die macht sowas nicht. So, pass auf, jetzt machen wir hier mal die Treppen hoch. Nee, nicht hier, Hände an den Ohren. Oh, Scheiße, ich hab's gewusst. Alter, du hast richtig feuchte Finger. Der hat richtig kalte, feuchte Finger, Alter. Das hättest du nicht tun dürfen. Verstand, verdammt, Bill. Oh. So, macht man... Oh, nee. Halt an deiner Liebe fest. Mit einem... Oh, nee. Oh, nee. Die kommt jetzt mit einem schönen Laubgebläse und wird uns mal ein bisschen Luft zufächeln. Aber du hast mir auf den Fuß getreten, Alter. Psst, psst. Ja, fehlt uns jetzt eine Hand, ja. Ketchup. Kannst du da nicht was von diesem Liquid drüber kippen? Kann ich die aufnehmen? Ja. Oh, meine Hand. Ja, die nehmen wir doch mal mit. Wer weiß. Ja, gut. Dann ist die also weg, die Alte. Gut, was soll's. Wir gehen. Und ich halte mir mit meiner anderen Hand und drücke währenddessen noch auf... mit dem Stumpf. Ja. Ah, meine Hand. Meine Hand. Alter, that's not possible. Was für ein krankes Spiel. Wer erfindet sowas? Jetzt ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung und das interessiert mich eigentlich auch nicht. Und du drehst dich jetzt nicht um. Ich geh einfach geradeaus. Ich gehe einfach geradeaus. Und wenn die Alte jetzt kommt, ist mir... Wer will das auch schon wissen da? Oh shit, oh shit. Nee, ist nur eine Puppe. Oh shit, oh shit, oh shit. Geh auf den verblödeten Dachboden. Ja, ist egal. Es ist egal, guck einfach geradeaus. Ja, mach ich auch. Aber da kommt was anderes. Oh, nee, das ist Mia! Au! Shit. Oh. Was ist jetzt? Wo hat sie jetzt getroffen? Was soll ich denn jetzt machen? Schub mal die Puppe gegen sie. Da ist zu. Nee, doch nicht. Ich geh einfach weg. Ich hab keinen Bock mehr. Auf die Dame. Oh, oh.
schieb eine Knarre. F, F, drück doch F. Schneller, 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 drück schneller F. Und du schießt die jetzt gefälligst. Ja, na klar. Na, ich muss ja gucken, ob da, ob da Munition drin ist oder nicht. Auf jeden Fall. So, lass sie einfach da durchkommen und dann Headshot. Headshot. Oh, shit, was? Wie, warum? Wieso? Oh. Hinter dir. Genau, immer in den Kopf. In den Kopf, habe ich gehört, ist immer gut. Ja. Ja. Du hast mal ein Magazin. Mach die Tür auf, mach die Tür auf. Richtig verballert. Ja, du haben sagst noch mir, die Axt? Sag du mir doch einfach. Was denn? Sag du mir doch einfach. Ah, wo bist du denn? Wo willst du denn hin? Wo bist du denn? Da ist er. Soll man die jetzt abschießen oder nicht? Ah, shit, nein! Wir haben noch drei. Stefan, bravo. Ach so, kann man zielen. Ich verstehe, ich verstehe. Gibt es hier irgendwo noch Munition? Ja, da. Pistolen-Munition? Komm, schnell, 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 schnell. So, zielen und pam. Und pam? Warte, lass sie erstmal ankommen. Nicht so schnell, Mädchen, nicht so schnell. Ich kann nicht so. Oh, shit. Ja, ist gut. Ja, alles gut. Ja, okay, ja, gut. Pam. Das war gut. Pam. Das war gut. Pam. Alles klar. Jawohl. Ich liebe dich auch. Hat sie gesagt, ich liebe dich? Ja, sie hat gesagt, sie liebt mich. Ach komm, ey, das brauchst du jetzt auch nicht mehr. Ich habe keine Munition mehr. Okay, das war ja gar nicht so schlimm. So, und was mit unserer Hand? Ich habe keine Ahnung. Was soll mit der sein? Nix ist mit unserer Hand. Okay. Ich bin fertig. Kannst du die Kettensäge aufheben? Nee, kann ich nicht. Hab ich... Oh, Alter. Arschloch. Entschuldigung. Ich bin der Vermieter, hat er gesagt, ne? Hat er das gesagt gerade? Nein, er hat gesagt, willkommen in der Familie, aber ich bin der Vermieter. Ich bin der Vermieter. Ja, schönes Haus. Hast du da? Oh, warum haben wir eigentlich noch das Licht an? Wollen wir es nicht ausmachen? Nein, ich mach das Licht nicht aus. So, der junge Herr schleppt uns erstmal ein bisschen... Der zieht uns Gassi. Der zieht uns Gassi. Oh Mann. Was ich nicht ganz verstehe, wir sind doch gerade draußen. Wieso sind wir jetzt draußen? Wo nehmen wir noch? Aber gut. Ja. Ich stelle das hier alles gar nicht mehr in Frage. Das interessiert mich auch eigentlich. Nun, stirb uns jetzt nicht weg. Du hast Arbeit zu erledigen. Hat er die jetzt wieder dran, die Tacker? Ja. Schön mit dem normalen, handelsüblichen Tackergerät. Knick-knack, Junge. Also ich kann euch sagen, Stefan hat kalte Schweiße gefunden und wird heute Nacht nicht schlafen können. Richtig. Wo bin ich? Was zur Was Hölle? Gemacht, Schlafmütze. Zeit fürs Abendessen. Wer sind Sie alle? Wo ist Mia? Ich das. Es ist gut. Nicht mal, wenn man es ihm unter die Nase reibt. Geh mir aus dem Weg, Margaret. Der Junge muss was essen. Ich kann nicht mehr. Er muss sein Abendessen haben. Komm her, Junge. Los jetzt, komm schon. Komm schon. Er ist es nicht, Jack. Er ist es nicht. Halt's verdammt Maul, Margaret. Ich hab das für ihn gemacht. Raus hier, verdammt. Du bist ein Mistkerl. Ich kann es nicht glauben, Mistkerl. Er ist es nicht. Das sollte ein ganz besonderes Fest sein. Komm her, Junge. Komm schon. Verdammt nochmal! Ich wette, es ist wieder dieser Kopf. Verdammte Schweine! Ich komme zu dir zurück. Falls mein Neffe jetzt mein Let's Play sieht, Jonas, bitte jetzt genau ausschalten. Das ist eigentlich schon zu spät. Genau. ja. Da ist Oma auch schon. Ja. Du musst ja raus. Ich bin gerade irgendwie. Ah, man kann so wackeln. Oh, huch. Na, wenigstens hast du deine Hand wieder, Stefan. Ja. Gehen wir doch mal durch dieselbe Tür. Nee, lieber nicht.
Da steht Garage. Garage. Ich gehe am besten in die andere Richtung, oder? Hier sieht es aber ganz gemütlich aus, finde ich. Nein, wir sollten nichts tun, mit dem wir irgendwelche Aufmerksamkeit erregen könnten. Wir haben auch gar kein Inventar. Nikos Hardware, Säge, Seil, Tierhalsband. Okay. Was ist das, ein Shop oder was? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Aber... Oh shit, ich höre Schritte. Ich höre Schritte. Schritte, Pupitte. Ja, mach mal zu. Ich fass mir an die Titte. Wie kann ich das denn machen? Nee, ich mach kannst du nicht zumachen, zu. Ne? Ich kann hier nichts zumachen, nein. Okay. Also... Wie soll man denn da auch noch... Also ich frage mich immer, ob die Entwickler dann diese Schrecksekunde mit einplanen. Also, weil man muss ja reagieren. Genau diese. Man muss ja in bestimmten Situationen relativ schnell reagieren. Also, und da cool zu bleiben, ja, da, das ist echt... Ja, was macht der da? Der guckt irgendwie draußen. Oh, er hat dich gesehen. Du kannst rennen mit Shift. Ich renne schon, das ist mein Rennen. Achso, das ist Rennen. Oh shit, ey, was mache ich denn jetzt? Ja, du hast die sicherste Variante gewählt. Und das ist die Geschichte, wie er gestorben ist. Oh, nee. Ich kann mich doch ducken, oder? Hm. Soll ich mal gucken? Ducken heißt das genau, so haben wir es früher genannt. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie man Crouch schon früher genannt hat, aber ducken heißt es. Ducken. Du musst nicht ducken. Sieht zerbrechlich aus. Vielleicht... Verstand da, ich habe das nicht richtig gelesen. Ja, das interessiert doch jetzt keinen Schwein, ob das... Da war da jemand. Ist... Oh mein Gott. Und doch Schaufel, der geht Sand schippen. Du sollst ihm dabei helfen. In Betonmischer soll der Sand. Alter Andreas, ich kann mich auf deine Scheiße gerade überhaupt nicht konzentrieren. Super angespannt, der Junge. So. Er ist direkt hier vor uns. Was ist denn jetzt? Also jetzt haben sie bemerkt, dass du nicht da bist. Ich bin weg. Also ich bin nicht weg. Ich war nie da. Sozusagen. Was machen wir jetzt? Ich wollte gerade mal sehen, was auf der Kiste da was mit der Kiste was da stand. Ja, du möchtest das sehen? Ja. Andreas, gerne. So. Scheinbar ist er jetzt aber hinter uns, ne? Ach, Quatsch! Huch, was mach ich denn jetzt? Nein, nichts. Okay, gut. Huch, was war das? Schnell umdrehen. So. Ich möchte aber nicht zu deiner Familie gehören. Was muss ich denn jetzt machen? Ich habe keine Ahnung. Ist wahrscheinlich irgendwas, irgendein Rätsel lösen. An dieser Tür? Was war das an dieser Tür? Das wird irgendein Rätsel sein. Hm. Wahrscheinlich ist das... Ja. Oha. Ja, tolles Bild. Das hat man im Anfangsscreen als Endbild, glaube ich. Mhm. Versuch doch mal, die schönen Blumen zu nehmen und dem Hausherrn zu überreichen. Ich gehe da jetzt hin und dann hau ich dem auf die Fresse. Na dann los. Sei mal mutig. Sei mal mutig. Oder ich lasse es. Nee, sei doch mal mutig. Ah! Okay, da war was. Hallöchen. Aua. Oha. Was machst du denn? Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie wir da weiter... Aber er bleibt ganz cool. Also er tritt hier mal kurz vors Gesicht. Oh shit, ist der schnell. Meine Fresse, wieso bin ich nicht so schnell? Schlüssel, fuck, da ist der Schlüssel. Dann nimm doch den Schlüssel. So, okay. Kellerklappe. Kellerklappe. Au! Nein. Blocken? Space kann ich blocken. Mhm, okay. Wo ist die verdammte Kellerklappe? Lass mich du bist in Ruhe. Jetzt Teil der Familie. Nein, bin ich nicht.
Kellerklappe, Kellerklappe. Andreas, konzentrier dich. Wo ja, ich guck schon da und nein. Da. Ist das die Kellerklappe? Ist das eine Kellerklappe? Ist das eine Klappe? Von der anderen Seite verschlossen. Okay. Okay. Also Kellerklappe sehe ich so, dass die... Die muss doch hier unten sein. Irgendwo im Boden sein muss. Stefan, was machst du hier? Das ist doch Quatsch. Alles gut, weiter. Ja, alles gut. Ach, der macht mir auch gar keine Angst mehr. Nö. Die Oma ist weg, toll. Ich hab richtig Spaß. Die ist kurz draußen, die Vögelchen füttern. Oh. Was war jetzt los? Wer ist er? Und warum ist er plötzlich so stark? Wie soll ich das ersetzen? Wo ist denn die Kellerklappe? Irgendwo hier? Nein. Da, guck mal. Was, wo? Da? Da, Kellerklappe. Oh, shit. Mann. Autsch. Was war denn das jetzt? Na, er hat dir einen Fuß abgetrennt. Siehst du das denn nicht? So. So. Wie, jetzt ist auch noch mein Fuß weg? Nimm den Fuß und geh. Verdammt. Damit kannst du dein Bein brechen. Du schaffst das. Du musst zu ihm hingehen und das Zeug holen. Was für ein Zeug? Ich hole dir kein Zeug. Der hat dir da so eine Flasche hingestellt und hat gesagt, damit musst du dein Bein flicken. Ach so, oh nein, das schaffe ich doch jetzt nicht mehr. Beeil dich, doch, das schaffst du. Komm schon. Okay, es dringt für erst ein Arzneihilfe. Das war knapp. Ja, was? Was zum Teufel? Ich sag, es ist Wundermedizin. Aus Louisiana. Schlüssel. Schlüssel? F. Ach komm schon, ey. Space blocken? Achso, okay. Ist egal. Schnell rein und. Ja. Was, ich soll meinen Spaß hier unten haben? Ich möchte aber keinen Spaß. Also eigentlich habe ich jetzt in diesem Moment richtig die Schnauze voll. Antike Münze. Oh, geil. Geld. Haben wir einen Erfolg freigeschaltet? Hör mal, der geht über dir weiter. Ja, klasse, Berti. Oh, Mann. Na, Stefan, kommst du noch mal wieder? Ach. Ich komme jetzt nicht noch mal wieder. Naja, das war jetzt eine andere. Ah, man kann sich auch hinstellen, genau. Wo bist du? Was ist das da? Da war irgendwas. Ich weiß es nicht. Oh nein. Holy shit. Oh. Speichern, das heißt, wir sind safe. Gut. Das hat Spaß gemacht. Bisher schon, ja. Bisher. In der nächsten Runde. Wollen wir schon wieder aufhören? Natürlich wird Andreas das Schiff, den Kahn weiter in den Dreck ziehen. Ja. Und ja, wir freuen uns natürlich. Sind wir schon wieder drüber, über 30 Minuten? Ja, natürlich sind wir über 30 Minuten. Ja, ich glaube, Stefan ist ziemlich doof. Hört jetzt auf, weil ich das sage. Ja, gut, Freunde. Ja, spannend auf jeden Fall bisher. Mhm. Mann. Nächste Runde darf ich mich, glaube ich, versuchen. Ja. Ja, definitiv. Und Stefan ruht sich währenddessen hier hinten so ein bisschen aus. Auf jeden Fall. Ich schluck erstmal ein Valium und trink mir ein Bier. Ja. Also, war sehr cool bisher. Wir werden sehen, wie weit wir da kommen in dem Spiel. Ohne Herzinfarkt. Genau. Gut, Freunde. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.